Das geht natürlich weiter, jetzt nicht nur für die Kinos hier weiter. Wir sind uns darüber im Klaren, dass durch die Hygienekonzepte, die sein müssen, weil Corona ist nicht vorbei, wir haben das Ganze nicht überstanden und werden aus der Phase draußen, sondern wir müssen natürlich Wege beschreiten, die Lockerungen möglich machen, aber sukzessive, vorsichtig und vor allem mit Blick darauf, wie sich Zahlen weiterentwickeln und wie die Lage sich in den nächsten Wochen darstellt. Und deswegen ist es wichtig, dass jedes Kino ein Hygienekonzept selbst entwirft, aber natürlich auch durch staatliche Vorgaben sich daran orientiert, was vorgegeben ist, also der Abstand von 1,50 Meter, dass auch der im Kino eingehalten wird, die Maskenpflicht, die eingehalten werden muss. Allerdings, und das ist ein wichtiges und richtiges Zeichen für die Kinos, nicht, wenn wir alle Popcorn, Nachos essen, Cola trinken und was es sonst noch alles im Kino gibt. Damit wird nicht nur viel Umsatz generiert für die Kinos. Das ist auch wichtig, dass die weiterhin ordentlich gekauft werden. Ich glaube, jetzt umso mehr, denn da gilt nämlich nicht die Maskenpflicht zum Essen, darf die Maske natürlich runtergenommen werden. Deswegen wird der Absatz von Popcorn wahrscheinlich relativ in die Höhe gehen in der nächsten Zeit, was ich zumindest sehr hoffe für die Kinos.